Die ist schon recht scharf, ja. Der Sensenmann. Kann ich mal sensen? Ja. Komm zu mir! Ja! Nein! Aber doch. Bis zum 22. September. Jawohl! Ah ne, er dreht nur um bei dir. Oh, hart. Wir haben den Kotflügel jetzt komplett vorbereitet, alle Gewinde nachgeschnitten. Dann hat der Domi hier schon zusammengebaut. Nee, hat er noch nicht. Hier fehlen noch zwei Schrauben. Schon mal eingehängt. Jetzt kann ich die Fenster draufsetzen und zusammenbauen, damit ich die Teile so langsam reinkriege, dass sie nicht überall rumfliegen. Fenster draufgesteckt, jetzt kann ich hier diese ganzen Leisten und Gummis und so weiter alles einbauen. Die Fenster sind jetzt drinnen. Das hier funktioniert auch sehr gut. Das auf der anderen Seite nicht so gut. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wir haben die Windschutzscheibe hier eingefettet und haben ein neues Keder dafür und bauen die Windschutzscheibe ein. Wir müssen die alte wieder nehmen. Hier sind noch die Versicherungsunterlagen drinnen, beziehungsweise halt der Versicherungsschein von der französischen Versicherung und TÜV. Ist noch gültig. Jetzt da in den Scheibenrahmen ein und damit man hier so ein bisschen Spielraum hat, haben wir das zum Teil doppelt gelegt, einmal unten, einmal oben. Genau, jetzt legen wir es einfach drauf, drücken es schon einigermaßen zurecht und dann ziehen wir mit dem Band die Lippe hinter.
Heute ist super viel Zeit damit draufgegangen, die Fenster einzubauen. Das musste ich alles einfetten, dann die Löcher da irgendwie finden, die ganzen Leisten, wo welche hingehört. Das ist irgendwie super verwirrend gemacht. Das war ein bisschen Detektivarbeit. So, wo sind Grundierungsreste dran? Wo sind Löcher so schief gebohrt oder sowas? War super lustig eigentlich. Das habe ich alles gemacht, die Fenster und Türen. Letztendlich sind die Türen komplett zusammengebaut. Da muss ich morgen Türfangbänder bauen. Und morgen möchte ich auf jeden Fall auch die Zurösen fürs Motorrad hinbauen. Dann kann ich morgen eigentlich auch die komplette Motorradkonstruktion fertig machen. Das war's für heute. Falls euch das Video gefallen hat, drückt auf Daumen hoch und abonnieren. Und morgen früh gibt es, denke ich mal, das nächste Video. Hoffentlich dann mit Dach, mit Motorradträger, Motorrad. Innenraum schaut noch ein bisschen mau aus. Da sind keine Fußbodenbleche drin und die Sitzkiste fehlt auch noch. Also fahren kann man noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Bis dann!